herzlich willkommen zu unserem Kanal Golden Slamurai. Heute was richtig Lustiges. Freddy und ich haben ein Intro zusammen gemacht und wie wir Profis natürlich sind, haben wir natürlich anscheinend das Mikrofon nicht angehabt. Deswegen spreche ich jetzt gerade synchron. Genau, Theros Beyond Death, erstes Fatpack Opening. Schnell wieder Post gekommen, damit ihr schon mal sehen könnt, was da drin ist. 10 Booster sind drin, diese wunderbare Verpackung, ein toller grüner Würfel und Standardländer, davon 20 in Foil. Hier muss man tatsächlich an dieser Stelle auch schon sagen, dass es keine coolen Constellation-Länder sind, wie in den Boostern drin sind, sondern wirklich Standardländer, wie wir es auch in vorigen Sets auch kennen, natürlich im neuen Theros Adwork. Genau, mit dabei ist auch nochmal eine Promokarte, die bei jedem Deck gleich ist. Die werdet ihr im Opening auch gleich nochmal sehen. Wir gehen durch alles durch. Viel Spaß und seid gespannt auf das nächste Opening. Haut rein! So, Freddy, so. Los geht's! Kamera läuft? Kamera läuft! Perfekt! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Unboxing eines Theros Jenseits des Todes Bundles. Heute ein paar Tage nachdem das Set rausgekommen ist, ja, zwei Tage sogar. Die Post war schnell, Paket ist da. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, aufmachen. Gucken wir mal, was wir so ziehen. Hoffentlich natürlich mindestens den Value. Ja, eine schöne Box, kann man auch wieder benutzen. Oder auch nicht. Wie stellen wir das denn am besten, dass man das auch so sieht? Genau, ich würde sagen, das kommt weg erstmal. Genau, da drin ist, glaube ich, noch hier so ein. Haben wir Werbung hier für dieses MTG-Story, glaube ich. Ja. Ja. Mit wunderschönen Bildchen drauf. Brauche ich halt. Kann nicht durchlesen, aber. Braucht ja keiner. Wir haben die Booster hier. So, da sind sie. 10 Booster. Alle hier. Verteilt. Wunderschön. Wunderschön. Schön packen, genau. Promokarte habe ich schon gesehen, ist bei allen gleich. Ja, die Spinne, Arasta, die Endlosweberin. Genau, sonst halt Standardländer drin. Da sind halt, wie gesagt, halt in unserem Interview schon gesagt haben, halt leider nicht die Constellation-Länder drin als Standardländer, sondern andere. Finden wir ein bisschen schade. Ja. Weil die sind jetzt, sag ich mal, weil die eh nie im Booster sind, jetzt, sag ich mal, die wenn die nicht in voll sind, sind die jetzt auch nicht so teuer. Sind die bei 2 Cent oder so. Und ja. Aber genau, kannst du ja mal kurz für die Kamera einmal durchblättern, ganz fix. Ah, der Würfel ist natürlich auch noch dabei. Die Farbe ist cool. Die Farbe ist echt cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Zack, weg damit. 7. Das ist eine magische Zahl, Freddy. Das Glückszahl für... Das heißt Value. Götter ohne Ende. Ja, kann man hier sehen. Genau. Ein paar Mana in Foil. Ja, jeweils 5 Stück. Leider nicht die Full-Art-Länder natürlich, wäre auch zu schön gewesen. Und nochmal in Nichtfeuer. Zack. Andere Seite. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den Boostern. 10 genau. Stück, ey. Und starten von 5. Und fangen wir an mit dem ersten Booster. Wünsche uns Glück. Zack. Ja, perfekt. Ist alles so, drauf. Sieht man das? Man sieht alles. Ich würde sagen, ne? Foil. Foil, das ist ja schön. Foil. Foil-Item, wie soll man das denn? Foil-Atem? Foil-Atem. Foil-Atem, Kartoblepas. Okay, gut. Ab zur nächsten Karte. Leugnung des göttlichen Arena-Trickser. Mensch-Schamane. Ich glaube, durch die Uncommons oder Commons können wir uns hier eigentlich relativ schnell durchgehen. Durch die Commons können wir uns die Uncommons und die Rare dann angucken. Genau. Dann bleibt das Video schön knackig. Von der Länge her, ne? Weil manchmal neigen wir dazu, längere Videos zu machen. Die ist sehr, sehr cool. Auch wieder muss man, kann man das, die wird ja sehr oft genutzt, muss ich sagen. Die sieht man sehr oft im Play. Mhm. Genau. Das ist echt super. Für 2 Mana aufblitzen, Hellsicht 2 und dann eine Karte ziehen. Sehr gut. Schon gut. Die ist auch top, auf jeden Fall. Die haben wir öfters mal gespielt, habe ich gehört. In unseren Decks ja schon gesehen. Genau. Die ist ja super, die Karte, finde ich. Als Seid oder als Sieb der Lebensfüller. Captainitz Arachnia, eine Spinne. Reichweite. Aber die ist auch cool. Und die ist auch cool. Traum. Wenn der Gegner eine Karte zieht, verliert er einen Lebenspunkt. Perfekt. Purphoros Eingreifen. Purphoros Eingreifen.
Bildstimme eines Erzeuger in 1x1, ein erotisches Elementarwesen, Kreaturenspielstand mit Eile, der Trampelschaden verursacht. Opfer ihn zu Beginn des nächsten Endsegments. Oder Furus Eingreifen fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 2x x Schadenspunkte zu. Nicht schlecht, ey. Kann man cool auf jeden Fall mal verwenden. Und eine Insel, und da ist sie. Wie schön die aussehen. Oh, ich sehe die auch zum ersten Mal. Super. Mega. Echt mega. Oh, was? Mit geil, okay. Das gibt's doch gar nicht. Direkt dein erstes Pack. Die 27 belohnt. Kalix. Geil, da ist er. Heftig. Nice, sieht aus. Ich mache mal hier crazy. Bühnenlicht ein bisschen mehr an hier. Schaue dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Verzauberungskarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek für plus 1. Minus 3, schicke eine Kreatur in eine Verzauberung deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, ins Exil, bis eine Verzauberung deiner Wahl, die du kontrollierst, das Spiel verlässt. Verrückte Effekte. Muss man mal gucken, wer sie schlägt, aber auf jeden Fall. Genau, ich habe die letzte, kannst du auch vom Friedhof alle spielen, ne? Ja, bring alle Verzauberungskarten aus deinem Friedhof ins Spiel zurück für minus 7. Also den haben wir in Arena ja in einem Deck, was wir noch präsentieren werden, drin. Wobei, ist das jetzt, ich dachte, das sah jetzt von oben aus, ich sitze ja kopfüber, sah das aus, als wäre die unterschrieben gewesen an dieser Stelle. Ja, sieht fast so aus, ne? Sieht fast so aus mit dem Feuerding. Aber mehr gut, ja, der cool. Mal gucken, ob der noch in Zukunft mehr Plays sieht und eine Goldmedaille. Wow. Wow. Gewinner. Ja, nicht schlecht, sehr gut. So. Das ist doch schon mal eine gute Eröffnung. So. Das war eine mega gute Eröffnung. Also die Hexerei so, naja, aber Talix sind voll. Kann so weitergehen. Ja, so ein paar Mythics noch, ne? Dann sind wir dabei, ne? Ja. So ein Uro in Full Art. Ehrfurcht gebieten in Grün. Spontanzauber. Rumpelnder Wachposten. Najade, die versteckte Buchten. In Flammen einhüllen. Weiter rechts, ja, in Flammen einhüllen. Oriade, die Bergesglut. Widerwärtige Chimäre. Held des Rudels. Aasplünder und Harpie. Harpiendeck kommt. Elite-Ausbilderin. Mensch, die Harpien-Schwestern. Ja, die Harpien-Schwestern. Ach, guck mal, dann direkt das nächste oben, der Schmiede. Aufblitzen und wenn es ins Spiel kommt, fügt es einem Ziel 2 Schadenspunkte zu. Und für 3 Mana haben wir Hellsicht 2. Sieht so aus, als hätte der Typ ein bisschen zu viel Schaf gegessen. Ne? Ja, sieht so aus, ey. Was haben wir hier? So. Held der Nixgeborenen. Die ist cool, die wird, glaube ich, im Borus-Decks, glaube ich, ganz gut werden. Ja? Oder ist schon ein Borus-Decks. Ich habe noch nicht so viele Borus-Decks bei Arena gesehen, aber ich finde, der passt ganz gut dazu. Der ist quasi wie die. Ach, jetzt. Wie fällt der Name? Diese Soldaten, diese Soldatin für 2 Mana, die Eile hat, und wenn du auf 7 Sorcerer spielst, dass er auch ein +1/+1 Counter nochmal kriegt. Und der gibt allen anderen Kreaturen 1-0, das ist auch, genau, das ist halt sehr gut stark. Genau, für diese Mentor-Geschichte, Alter, auch, ne, dass du halt den Mentor beispielsweise verstärken kannst und wenn du mit dem Mentor den anderen angreifst, dass du dir auch nochmal die Möglichkeit hast, das zu verstärken. Dann wirbel eine Verweigerung. Jeder Zauberspruch und jede Fähigkeit, die beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn. Beziehungsweise es sei denn sein, beziehungsweise ihr Beherrscher bezahlt 4 Mana. Schwieriger Text auf jeden Fall. Ja. Aber. Und der stechende Feuerfisch. Der sieht ja schön aus. Der sieht auch schön bunt aus. Hässlich. Bunt hässlich. Schön bunt hässlich. Wenn du einen Zauberspruch im Zug deines Gegners siehst, kannst du eine bleibende Karte in der Wahl, die kein Land ist, tappen oder enttappen. Okay, enttappen klingt immer gut. Und Tyramid, Ruf der Toten. Die erste Saga bei unserem Opening. Lege die obersten 3 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Dann kannst du eine Kreaturenkarte oder Verzauberungskarte aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen 2/2 schwarzen Zombie-Kreaturenspielstein. Und das 2-mal hintereinander dann halt für jede Runde. Und dann, du erhältst x Lebenspunkte dazu und verwendest x mal Hellsicht an, wobei x gleich Anzahl Zombies ist, die du kontrollierst. Nice. Ist ja schon mal 2-mal wäre. Das ganze ist guter Support. Oh, Mann. Genau. Das Dunkle finde ich richtig geil. Wie das in Lila auch so aussieht, noch so dunkel Lila. Die Full Art Länder sind wirklich sehr schön, muss man so einfach sagen. Muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Keine Voll, ein Mensch Soldat. Ja. Rauslegen. Dann Rare schön rauslegen und dann nächstes Pack. Nicht lange schnacken, nächstes Opening machen. Genau. Auf jeden Fall werden wir auch noch ein Opening machen. Mein Fatpack ist leider nicht so pünktlich angekommen wie das von Freddy. Da werden wir auch nochmal ein schönes Opening machen. Aber 2 Videos, zweimal Videos. Unboxing, das ist auch cool. Zweimal hoffentlich guten Value. Oh ja. Die Mosse Viper. Nix geborener Koloss. Krass.
spielen. Oh, ah, da ist er. Den kennen wir ja auch schon. Verbote. Den kennen wir auch noch zu den, gut. Den Rasengan-Greif. Ja, wirklich. Fliegend, eure Zaubersprüche kosten ein weniger beim Wirken. Und das nächste oben. Wir ziehen alle oben miteinander hier. Aufblitzen. Wenn es ins Spiel kommt, können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Und für 3 Mana haben wir Hellsicht 1. Hellsicht 2. Streben nach Sinn. Oh, das Artwork finde ich echt cool, muss ich sagen. Letztes Auflodern. So, an kann man's. Berauschende Lira. Ich weiß gar nicht, was die kann. Ja, die hat man nur so von Edward, von Bildern her gesehen, ist die ganz cool, vom Edward, glaube ich, aber so krass ist die jetzt. Ja, die sperrt eine Kreatur ein, aber da könnte man auch besser so Banishing Light oder irgendwas ins Exil schicken. Die kann ich auch nicht. Bevorstehendes Verhängnis. Verzaubert eine Kreatur, die hält 3-3 und greift in jedem Zug an, falls möglich. Und wenn die stirbt, fügt die 3 Schadenspunkte zu. Ach, cool. Die wollte ich auch am Schauplatz der Verheerung. Erzeugt einen Mana beliebiger Farbe und für 2 Mana und tappen, opfer den Schauplatz und zerstöre eine Nicht-Standard-Landkarte deiner Wahl. Mhm. Ja, hast du ja öfters in Commander-Decks auch gesehen, in verschiedenen Formen, dass man halt Nicht-Standard-Land zerstören kann damit, ne? Ja, war sogar vorher ein bisschen teurer, aber jetzt ist durch den Reprint wieder günstiger, aber ja, musst du dir nicht besorgen, weil hast du jetzt. Genau. Das schreitende Elend. Wenn das schreitende Elend ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-1 weißen Ziegen-Kreaturen-Spielstein. Opfer eine andere Kreatur, Hellsicht 1. Der war ganz cool, ne, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Was aber ist. Leider vom Value leider auch ein Elend. Ja, das stimmt. Und eine tolle Insel. Eine Insel. Sehr schön. Mal gucken, was wir ziehen, ob wir noch eine voll haben. Pff. Noch eine voll. Mogis Gunst, verzaubernde Kreatur, die hält +2/-1 für ein Mann. Cool, Hauptsache voll. Ist voll, wollte gerade sagen. Voll. Auf zum nächsten Booster. Crack. Open. Erinnerungszusetzung. Vertrauter Taumaturgen. Stampede Reiterin. Omen der Jagd, das grüne Omen. Das haben wir sie alle. Schwere vom Mixax-Turm. Dann bin ich in Leid. Existenz aberkennen. Giftige Hohepriesterin. Nur Gorgo. Schroffe Zurückweisung. Flammorakel. Gabe der Stärke. So. Das ist so dieser Minotaurus aus dem Labyrinth, ne? Labyrinthhüter von Sokrophos. Für einen Mana hält er +1/-1. Na gut, können wir 4-mal machen, die 3-mal machen, sonst wäre er tot beim 4. Mal. Ja, ja, richtig. Tyramet, das ist ganz cool. Auserwählter des Todes. Auserwählt. Und der hat halt hier mit der Devotion endlich mal was zu tun. Denn unsere Devotion zu schwarz entspricht auch seiner Widerstandskraft. Ich finde auch der Rahmen halt richtig. Ich finde auch den Rahmen richtig gut. Ja, gut, ne? Das ist echt, das ist ein bisschen anders. Aber weil bei den Tyros jetzt ja genauso wie diese Sternensachen. Für 2 Sterne. Okay, kriegen wir Lebenspunkte noch ein bisschen. Farikas Ausgeburt, oh die doch. Verrückt aus. Und ein Tempel der Unbekümmerheit. Cooles Artwork. Nee, live. Doch, das ist Scry, stimmt. Ja, kann man immer gebrauchen. Cool. Take it. Und ein ganzes Gebirge. Oh, die Farbe. Einfach top. Und ein Elementarwesen. Schaden. Ups. Die Rare sich versteckt. Zack. Nächster. Nachdem haben wir die Hälfte schon geschafft. Ja, stimmt. Ich warte auf die Bombe jetzt hier noch. Da muss noch was kommen. Frommer Wandersmann. Constellation. Zombie-Satyre. Eidolon der Philosophie, Verlockung der Möglichkeiten, Leoniden des verlorenen Rudels, Umklammerung des Sumpfes, Springflutschildkröte, verwirrter Zyklop, unerbittliche Verfolgung, hinreißendes Einhorn, so. Unglaubliche Erkenntnis, da haben wir schon die erste. Die verzauberte Kreatur hält +1/+1 und hat Lebensverknüpfung. Immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Die hat nicht so viel Plays gesehen, die ist aber gut trotzdem. Die wird auch gut werden, also auch in guten Plays nochmal vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Feuer der Unterwelten. Fügt jeder Kreatur in jedem Play sogar einen Schadenspunkt zu. Und falls diese Karte sterben würde oder auf den Friedhof geht, schickt man sie stattdessen ins Exil. Die ist cool. Alirios der Schmachtende. Legendäre Kreatur, Mensch. Der kommt getappt ins Spiel, der ist ganz schmach. Enttappt nicht während des Enttapp-Segments, falls du eine Reflexion kontrollierst. Genau. Also wenn du ins Spiel kommst, kriegst du so einen 3-2er einfach. Ach, okay. Solange der 3-2 im Spiel ist, enttappt er, glaube ich, nicht. Verrückt.
Genau, aber es ist halt eine gute, also wenn du Kreaturen halt brauchst, ne? Hm. Für Devotion, für Blau oder so ist das schon, glaube ich, ganz gut. Der Akroische Krieg. Eine Saga. Übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl, solange der Akroische Krieg im Spiel bleibt. Schon mal sehr cool. Bis zum nächsten Zug greifen Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, in jedem Kampf an, falls möglich. Kann zum Nachteil sein, aber auch zum Vorteil auf jeden Fall. Jede getappte Kreatur fügt sich selbst Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Kleinen Boardwipe nochmal dazu. Für 4 Mana. Schon nicht so schlecht. Ja, die Saga ist auch, finde ich, richtig cool. Und das erste Mal. Das erste Mal. Schön. Echt schön. Die Farben sind echt kräftig. Wahnsinn kräftig. Sieht man, glaube ich, durch die Kamera jetzt nicht so ganz gut. Also man sieht schon, dass die Farben kräftig sind, aber im Echten ist nicht halt nochmal stärker. Das ist echt der Hammer. Und dann nochmal in voll, ne? Jetzt nochmal in voll. Jetzt, zack. Aber es ist ein Mensch-Soldat. Es ist ein Mensch-Soldat. Zack. So, Halbzeit. Zack. Nächster Booster. Jetzt aber. Absturz. Ja, so macht man das richtig. Einfach die Booster-Papiere wegwerfen. So mache ich das auch mal. Einfach. Ein Pegasus. In Flammenmitteln. Leugnung des Göttlichen. Unterweltstreitross. Nachbarpferd. Lästige Möwe, ich sehe noch Karten, die habe ich noch gar nicht gesehen in dem Set. Ja, manche Karten sind so tatsächlich, die man so noch nie gesehen hat irgendwie. Kriegst du doch das genau. Da das weiße Omen wieder. Oder das man schon? Ich weiß gar nicht. Das hat man dann gleich, das Weiße. Das kriegen wir, da kriegen wir einen Mensch-Soldat und 2 Lebenspunkte. Da haben wir jetzt auf jeden Fall alle. Begräbnisritual. Knagelige Sirene. Auf Blitzen fliegen. Nee, eine Sirene ist das. Mana. Oh, kann auch sehr gut werden. Wenn Hingabe zu Blau auf jeden Fall groß ist auf dem Feld gerade und man hat schon einen Angreifer, der fliegend ist, könnte man mal leicht drüber fliegen. Renata, berufen. Renata. Die ist cool, Mann. Beruf zur Jagd. Die Stärke ist gleich der Hingabe zu Grün und 2 bringt sie ja sowieso schon mit. Das heißt, sie ist eine 2-3. Und jede andere Kreatur, die du kontrollierst, kommt mit einer zusätzlichen 1-1 Marke. Das ist quasi auch so eine Art Great Henge als Kreatur, ne? Abgesehen von dem Live-Gain, ne? Weil da ist ja auch, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, gibt es immer +1/+1 Marke. Ne? Ja, gut, die ist richtig cool. Und eine Verzauberung dazu. Und auch noch eine Verzauberung dazu, auch gut. Oh, die nächste Saga. Die Gründung von Meletes. Durchsuche in deiner Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeig sie offen vor, nimm sie auf deine Hand. Aber geil, dass ich die, manchmal finde ich diese Übersetzung einfach lustig. Ich weiß, auf Englisch ist es ja quasi die Geburt von Meletes. Echt? Ja, und jetzt haben die die Gründung von Meletes genommen. Ist, ja, das ist schon lustig manchmal. Die Übersetzer sind da immer ganz hinterher. Ja, vielleicht passt das vom Kontext einfach besser. Erzeugt eine 0-4 verablose Mauer, Artefaktspielstein als Verteidiger. Du erhältst 2 Lebenspunkte und bei dem dritten, ja. Ja, genau, also Mana, dann eine Wand und Lebenspunkte. Das ist für 2 Mana völlig okay. Ja. Die Nadir-Krake, die fand ich cool. Immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du einen Mana bezahlen und dann kriegst du eine 1-1 Kraken-Token. Hol den Kraken! Hol den Kraken! Sehr nice. Cool. Auf jeden Fall. Sehr nice. Oh, ein Gebio. Und dahinter ist noch was. Pass auf. Ja, natürlich nur ein Satz. Zuerst haben wir eine Kreatur bei Rot und dann eine Tür. So, komm schon. Komm schon. 4 Booster noch. Da muss was. Genau. Noch was kommt. Daumen drücken oder auch Daumen nach oben. Das war jetzt schlecht gemacht. Meine Hand ist zu groß. Frucht aus Tizerus. Rückkehr zur Natur. Das ist ja auch ein Reprint aus Throne of Eldraine und sogar davor gewesen. Die Karte ist auch sehr cool. Die kennen wir auch schon aus einigen Videos. Ey. Für 1 Mana 2/2 unzerstörbar. Unser Voltron Standard-Deck ist, macht auch immer noch Spaß zu spielen. Ne? Also fette Swings. Also ja, bei unserem nächsten Stream werden wir auf jeden Fall auch nochmal dann dieses Thema weiterführen. Aber wir haben da so ein Deck, was wir da halt so ein bisschen bearbeitet haben. Mit Live Gain auch, wird gut. Sehr gut. Ja. Tritonia Wellenreiter. Es sind auch viele neue Merfolk in dem Set, ne? Ja, stimmt. Schicksalshaftes Ende. Hüterin der Gefesselten. Verursacht Trappelschaden. Die kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. 4-4. Ja, da habe ich mich auch mit deinem beim Opening bei Arena drüber geschrieben, wenn man halt den Kogut spielt. Da nimmt man doch, glaube ich, lieber einen Spellbreaker für 3 Mana, ne? Der 3-3 Eile hat oder 4-4 mit Riot halt. Also ja. Hier, also, oder falls 4-4er, der Hexproof im eigenen Zug hat.
und Trampelschaden hat. Ne? Das ist ja auch noch, ja, dann ist er definitiv besser. Aber, ja, klar, kann man als Variante gut spielen. Ne? Das ist ein Minotaurus. Meine, wenn die Minotaurus Deck gut. Oh. Taranika, akroische Veteranen. Legendäre Kreatur, Wachsamkeit. Immer wenn die angreift, enttappe ich eine andere Kreatur und die wird zu einem 4-4. Die wird zu einem 4-4-Kreatur mit Unzerstörbarkeit. Und hat immer noch die Fähigkeiten der anderen Kreatur. Das heißt, du kannst mal eben, wer auch immer gemacht, in den Flyer, den haben wir ja gespielt, genau. Healerhauer kann man einfach zu einem 4-4er gemacht. Ja, 4 Lebenspunkte, perfekt. Ja. Leider vom Value her nicht. Oh, aber die Ebene, die hatten wir noch nicht. Die Ebene ist auch schön, hatten wir noch nicht, muss ich sagen. Krass. Oh, die ist auch, gefällt mir auch sehr. Mit dem dunklen, Schattierungen auch. Da werden wir schon zu so Kunst hier verständigen. So. Ja, wirklich. Aber das ist auch gut auf jeden Fall. Und ein Gold-Token. Und eine Goldmedaille, geil. So. So, drei komm. Booster haben wir noch. Jetzt aber. Weg damit. Schlaf der Toten. Schwingender Hybris. Held der Spiele. Omen der Jagd. Jonas Segen. Setessa-Training. Die gehen wir auch nur zu gut. Angsteinflüssende Apathie. Mogis Gunst. Ichthyomorphose. Ist ein Fisch drauf zu sehen. List des Satyrs. Evangelist der Morgenröte. Sauberungskreatur. Schmerzvolle Reue. Die Karte ist auch sehr cool. Sehr cool. Können wir den Gegner eine Handkarte klauen. Verlieren das für 2 Lebenspunkte, aber... Genau, oder wir können sogar eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken, glaube ich, geht auch. Mhm, ja, stimmt, ja. Das ist aber ganz gut, wenn man gegen diese Götter spielt oder diese Escape-Sachen, hat man eine Möglichkeit, die aus dem Spiel zu nehmen. Sehr cool. Clothis Plan. Boah, ja, Bolle, die nächste Mythic. Polo Kranos, der entfesselte Zombie-Hydra. Kommt mit 6 plus 1 Marken ins Spiel, falls er sich befreit. Kommt er stattdessen mit 12 plus 1 Marken ins Spiel. Ich helfe dir mal. Warte. So, ist gut. Jetzt haben wir es. Falls ihm Schaden zugefügt werden würde, entfernen wir stattdessen 1 plus 1 plus 1 Marke, die auf ihm liegt. Für 3 Mana kämpft er gegen andere Kreatur unserer Wahl. Ist auch schon mal ein guter Removal dann. Und er befreit sich halt für 6 Mana. Ist zwar teuer, aber wenn er dann mit 6 plus 1, nee, mit 12 Marken reinkommt, ist sie... Richtig coole Karte. Richtig stark einfach. Und die Insel auch sehr schön. Könnte man auch überlegen, so ein Voltron-Deck. Aber es ist natürlich teuer halt, den als Commander zu spielen. Aber wäre schon cool. Mit Grün hast du ja guten Mana-Ramp. Also überleg mal, so ein Voltron-Deck mit so einer Hydra, die dann wiederkommt mit 12-12 und dann verstärkst du die dann noch irgendwie. Machst du den Aufbau oder so. Das wäre schon übel, ey. Das ist schon übel. Das sind über 12 oder mehr. Alle, die durchsmecken, sind schon und brutal. Und dann mit Trampelschaden oder mit so. Mit Trampelschaden, das wäre übel. So, Krake. Jawohl. So teuer ist das, wenn du gering das jetzt für eine 6-6er 4 Mana bezahlst am Anfang. Ne? Und ich meine, 6 Mana bei Escape, du kannst sie auf dem Friedhof lassen, musst du ja nicht in die Commander-Zone zurückgehen lassen, theoretisch. Ja. So, ne, klar, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Commander ins Exil geschickt wird, vielleicht ja, nicht so hoch. Kann passieren, aber kannst du immer noch entscheiden, ob du ihn dann wieder auf. Das ist halt super geil. Auf flackerndes Schicksals. Jetzt Schicksalszug hier. Schicksalspull. Lampade der Todeswache. Also, ich sagte, wenn du nicht mehr drauf bist, Freddy. Heute bin ich nämlich der höchst professionelle Kameramann. Mehrere Leute im Set sitzen. In der Production. Wie alle wissen, wir haben ein ganzes Entwicklerteam hier sitzen. Mm, genau. Und, die hier den Content createn bei unserem Channel. Endgültiger Tod. Nix geborene Seewache. Ein Mehrvolk schon wieder. Um der Schmiede. Synthetische Plänkerin. Oh, schön. Kalaffe, der Geliebte der See. Das sieht auch cool aus. Alternatives Artwork. Von der Farbton ist genau gleich wie das blaue Mana dann sogar passend. Ja. Also wirklich genau gleich, so von diesem türkis-grünlichen, bläulichen Ton. Und die Mana sind ja auch so ein bisschen nach den Sternbildern, ne? Mhm. Oder wie auch immer. Genau. Schon cool. Devotion. Da wäre jetzt auch eine mit Alternative. Stimmt. Vielleicht kommt jetzt noch der Gott. Irgendein Gott mit Alternative. Unvoll. Drückt die Daumen. Weiter geht's. Spiegelschild. Der ausgerüstete Kreatur 2-0, eine Flugsicherheit. Für 2 Mana gar nicht schlecht, Flugsicherheit. Und so. Oh, Siona, Kapitän des. Siona, die hübsche. Der Pyleas. Pyleas, ja. Die Krieger sind alles Weiber natürlich. Ja, natürlich. Amazonen oder Stimmt, Spartanerinnen, ne? Ja. Und
Ja, genau, ne? Obersten 7 Karten aufdecken, kannst dir dann eine Aura nehmen. Was immer funktioniert. Genau, was immer funktioniert. Genau, und wenn wir eine Aura halt anlegen an irgendeine Kreatur bei unserem Feld, generiert sie halt einen 1-1er Soldaten, ne? Schon cool. Oh, Haktos, der Namenlose. Haktos, der Namenlose, greift in jedem Kampf an, falls möglich. Und so wie er ins Spiel kommt, bestimmen wir per Zufall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der hat dann eben Schutz in Höhe der... Nee, der vor allem Schutz, außer der, genau, außer der ausgesuchten Sache. Das ist schon cool. Das ist schon für 6-1 gar nicht so schlecht. Eine Ebene. Standardladebene. Und? Kapschan. Voll! Ah! Ein Wolf. Okay, komm. Haktos. Nochmal. Letzter Booster. Last Pack. Bei den Göttern, das muss doch jetzt was sein hier. Kein Gott und auch kein Titan, oder? Kein Titan. Nee, Titan auch nicht, ne? Titan nicht, kein Gott. Lassen Sie sich nicht. Komm schon. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie. Nein, jetzt oder nie sagen wir nicht, weil wir haben ja noch ein fettes Pack, was ja noch kommt. Hüter des Nexus. Satyr, Bogenschütze, Reichweite. Amulett der Reisenden. Unbeugsame Welle. Die Ruhmträgerin. Auch wieder dieser glitzernde Rand. Da auch. Giftige Ruhm. Nee, da nicht. Flammenorakel, nixgeborener Koloss, Hydra-Wachstum, Blutrausch-Aspirant, und Blick in die Freiheit, ziehen wir eine Karte. Befreiung, dreimal, schicke 5 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Das ist unser anderer Mitarbeiter hier, der so Krach macht. Die rätselhafte Inkarnation. Oh, cool. Ja. Zu Beginn als Endsegments kannst du eine andere Verzauberung opfern, falls du dies tust. Durchsuche deine Bibliothek nach einer anderen Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten plus 1 der geopferten Verzauberung. Und dann bringen wir die direkt auch ins Spiel. Kann funktionieren. Ich weiß gar nicht, in welchem Umfang jetzt. Aber nicht schlecht. Mal austesten. Bestimmt kommt da was noch mit dieser Verzauberung. Und ein Wald. Wald? Komm schon. Voll. Es ist eine Voll. Auf jeden Fall. Es ist eine Voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott! 2, 3. Es ist ein Pegasus. Es ist ein Pegasus. Eieieiei. Naja, immerhin noch eine Voll. Das gibt's ja nicht. Ja. Aber man muss es positiv sehen: immerhin 2 Mythics, weil wahrscheinlich nicht die man sich so gewünscht hat. Aber genau. Kalix in Voll sieht schon mega geil aus. Kalix in Voll. Und die Hydra ist auch super. Die Hydra. Das ist nochmal unser gesamter Pull hier, ein bisschen von dem, was auch spielbar ist. Sachen dabei gewesen. Definitiv. Ja, dann müssen wir wohl auch noch das nächste Feedback warten. Ne? Würde ich auch sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.